Liebe Freunde, liebe Finde, liebe Friends, liebe Fuckers und Fuckies, liebe Fuckers und Fuckerinnen, Fuckers Chicks und Fuckers Sons und Fuckers Tiers, liebe Fuckers und Fuckers, liebe Fuckenbergers, Fuckers und Fuckerlies und unsere Holländer, unsere Fuckeries. Ein ganz besonders herzlich willkommen, weil in Amsterdam ist ja ein bisschen lärmiger geworden. Auf das können wir gerne kurz sprechen. Aber zuerst gehen wir mal auf den friedlichen Protest in der Schweiz. Schaut da, der Blick schreibt hunderte Teilnehmer. Also nehme ich an, wird es wieder über 1000 sein. Es fehlt ja da gerade über ein Null verloren, lost in Massenmedien Translation. Mehrere Verhaftungen. In der Stadt Zürich kam es am Samstag zu einer Demonstration. Mehrere Personen wurden von der Polizei verhaftet. Danke den Helden, die das machen lassen. Ich bin da in Mexiko und darum nicht dabei. Und ich weiss, wie viel Energie das es kostet, sich also schon festsetzen zu lassen und der drohenden Verhaftung gegenüberzustehen. Und da sagen sie beim Limat gehen in Zürich, die Demonstration läuft im Moment noch. Auf Fotos ist zu sehen, dass es offenbar zu mehreren Verhaftungen kam. Zudem trug kaum einer der Demonstration eine Maske. Demonstranten, Abstände wurden nicht eingehalten. Fick Abstände. Die Organisatoren hatten in einem Flyer zu einem Spaziergang aufgerufen. Auch wir gehen spazieren, hieß es darauf. Genau. Und das ist schon alles im Artikel. Und jetzt interessant ist da unten, Himmel traurig, dass die Polizei gegen die eigenen Bürger vorgeht. Die Schweiz ist doch ein freies Land, wo noch redet, ob Situationsfreiheit besteht oder doch nicht. Oder so. Oder. Und ihr seht, eine Mehrheit findet den Kommentar doof, aber es ist nur noch eine knappe Mehrheit. Und reden wir da von den verblendetsten, fallenden Menschen, nämlich die, die den Blick nicht nur lesen, sondern auch noch kommentieren. Denn da Erich Eppli, bravo, das ist doch genau das, was wir jetzt brauchen, ohne Anstand und ohne Maske demonstrieren. Und sich so anstecken, damit bringen wir die Zahlen nie runter. Und seht ihr da nur knappe Mehrheit für den Kommentar gut. Und die, den Kommentar gut finden, haben anscheinend keinerlei Statistikkenntnis, wie die Zahlen gehen schon runter, bevor wir den Lockdown beschlossen haben. Und da, ich hoffe, dass die Verhafteten eine saftige Busse bekommen. Seht ihr da? 22. Und das in einem Massenmedium, wo wir im letzten Frühling noch etwa 15% auf unserer Seite haben Zensur ausgenommen. Wir wissen nie, was zensiert wird, aber selbst mit dem Zensurgnom am Werk sieht es mittlerweile doch schon relativ gut aus. Und die Leute, die jetzt da, es heisst, die Demonstration dauert noch an, jetzt ist in der Schweiz schon abends um 6 Uhr, alles ist jetzt langsam vorbei. Ich würde mich nur von da aus ganz herzlich bedanken für die tapferen Leute, die das machen. Die Schweiz hat das gar nicht verdient, weil die Schweiz schläft. Umso schöner zu sehen, dass es unermüdliche Leute gibt, die einfach ihre Sache nachgehen. In Holland sind die Leute noch unermüdlicher, weil da sind wir nach Krawallen. Und der Blick weiss ich genau, das ist schon 3 Tage alt übrigens, der Artikel. Wegen einer Ausgangssperre kam es zu massiven Ausschreitungen. Corona-Gegner, Hooligans und Neonazis zogen randalierend. Und plündern die Städte. Also wir sehen, gegen die Ausgangssperre, wegen der Ausgangssperre ist es zu Ausschreitungen gekommen. Das heisst, wer die Ausgangssperre scheiße findet, ist Corona-Gegner, Hooligan und Neonazi. Und da sehen wir, sehr seltsam, der Kommentar ist 3 Tage alt, aber es hat nur gerade einen einzigen Kommentar. Gehen wir doch mal schnell anschauen. Was da für ein Neonazi-Kommentar ist da. Schauen wir mal, weit runter müssen wir gehen. Es ist eine echte Schande, was in den Niederlanden abgeht. Die Dummheit der Menschen ist grenzenlos. Oh, 18.7. Und das ist der allereinzige Kommentar über einen Artikel. Man könnte meinen, dass doch vielleicht schon ein bisschen kontrovers ist. Oder? Aber eben, wir wissen nicht mehr, wir können nicht mehr glauben, wir sind am Ende, oder? Da sagt das schon jemand, nicht ein Zuschauer, jemand von Locals hat das jemand gepostet. Nein, jemand hat mir das zugeschickt, Entschuldigung. Das hat mir jemand zugeschickt. Und da sieht man, Stopp, Corona-Diktatur und ab ins Gefängnis. Ich meine, er meint damit Diktatoren. Und das ist wirklich ein Indiz, oder? Leute selber Sachen basteln, das Auto kleben. Das macht doch schon ein bisschen Hoffnung. Mhm.
das stimmt wirklich, ist aufgefallen, wenn der draußen etwas sagt, hat er immer so Sätze drauf, ich befürchte, es könnte sein, es macht mir Sorgen, ich denke nicht, ich glaube nicht, ich hoffe, es scheint, man weiß gar nicht, man fragt sich, ich habe das Gefühl, es gibt Hinweise, ich habe schlimme Befürchtungen, es gibt keine gesicherte Datenlage, es gibt keine Hinweise, ich schaue besorgt, ich bin beunruhigt, ich erwarte, ich schaue optimistisch, das sieht nicht gut aus. Das ist nicht die Sprache eines Wissenschaftlers, so spricht der Dirigent des Panikorchesters namens Ministerpräsidentenkonferenz. Wie wahr. Wie wahr. Auch da hat man ein Zuschauer von Locals etwas gepostet. Übrigens geht unbedingt auf locals-tv.locals.com. Dort findet ihr extrem qualitativ sehr hochwertige Posts und auch Kommentierungen. Maßnahmen zur Brechung des Willens und Erzeugung von Gehorsam nach Biedermanns Diagramm. Ich glaube, Biedermann ist da falsch geschrieben. Dann habe ich auch schon über das gepostet. Genauso geht mit Kriegsgefangenen um, man dort isolieren, man dort ihre Wahrnehmung monopolisieren, also dass quasi nicht mehr eine Vielfalt an Wahrnehmungen haben. Man tut sie zur Erschöpfung und Kräftig treiben, man tut androhen, dass man von einer Strafe und sogar von Gewalt, wenn man die Regeln nicht beachtet, hin und wieder gibt man mal ein Zückerli und dann eben wieder Demütigung und Erniedrigung. Und man macht die Opfer vom Täter abhängig, was besonders gut geht, wenn die Wirtschaft am Arsch ist. Was haben wir da? Söder hat Interesse, auch die den russischen Impfstoff zu prüfen. Das ist ja schon mal etwas sehr Interessantes, oder? Das ist ja das schlecht geredete Ding. Und er verlangt schnellere Genehmigungsverfahren. Und es ist klar, wenn er schnellere Genehmigungsverfahren meint, dann geht das ausschließlich darum, dass man die faulen Beamtlichen anstreitet. Es geht nicht darum, dass man weniger genau prüfen, ob die Impfungen wirken und ob sie vor allem sicher sind. Die sind hundertprozentig sicher und wer auf YouTube etwas anderes sagt, Strike und Tschüss. So, ja, dann viel habe ich heute gar nicht. Da auch etwas Interessantes, würde ich doch noch zeigen. Die tapfere Beizerin hat den Bus bekommen. Und zwar 2000 Stutz plus Nebengebühren, etwa 2800 Franken, glaube ich, wie sie ihre Beiz am Tag aufgemacht hat. Interessanter als der Artikel selber ist aber, hat auch wieder Kommentare. Schaut da. Die Leute, die sich auf die Seite der Beizerin schlagen, haben eine Mehrheit. Und die Leute, die sich nicht auf die Seite schlagen, haben keine Mehrheit. Oder? Es gibt ein paar Artikel, die gespalten sind. Top. 21/20. Aber sonst, man muss sagen, es ist mindestens halbe halbe. Da leider illegal. 25/12. Absolut unverständlich die Praxis des Kantons Berns. Die eine ehrbare Frau, die sich Sorgen macht um die wirtschaftliche Existenz ihres Arbeitsplatzes, wird gebüßt wegen einem offenen Restaurant. Ja, fast kriminalisiert. Bordelle bleiben andererseits dank dem Okay des Regierungsrates weiter geöffnet. Die Berner Regierung sollte sich schämen. Gut, da wird es ein paar Likes gehabt, weil die Leute auch den Puff zuerwähnt haben. Gratuliere all denjenigen, welche grosses Maul aufreißen, aber dann nicht mitgemacht haben. Dem sagt man Zemmestar. Traurig aber wahr, leider nichts Neues. Als guter Wirtin würde sie bestimmt sobald als möglich besuchen. Sie hat 40/13. Das ist schon sehr, sehr faszinierend. Ja, so sind wir im Zeitalter, wo nur noch Bußen verteilen und unverhältnismäßige Bußen verteilen möglich sind. 29/20. Schön wäre zu wissen, wer verantwortlich und wer die treibende Kraft hinter diesem Rauschmiss aus dem Vorstand war. Genau. Da kann man nämlich boykottieren, schaut nach jemandem vor und so weiter. Sehen da, liebe Leute, auch wenn sich die Schweiz nicht auf die Strasse bewegen lässt, der politische Druck, er wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Und das Notrechtreferendum steht vor der Tür ein halbes Jahr, da können wir über den Bundesrat urteilen. Und ich habe das Gefühl, wenn die Kampagne vom Notrechtreferendum, wenn die Leute das richtig schlau anpacken, dann kann man das gewinnen. Ich denke, wichtig wäre, also ein kleiner Tipp an die Helden, die das zustande gebracht haben, man muss den Kampf, den Abstimmungskampf so führen, dass alle, die auf dem Bundesrat angepisst sind,
auch die, die finden, er hat zu milde Massnahmen gemacht, für das Notrecht-Referendum stimmen. Das heisst, mit anderen Worten, wir müssen einen Weg finden. Also mir, ich bin ja da nicht beteiligt an dem, ich habe es auch unterschrieben, aber dann ein paar Mal aufgerufen, das zu unterschreiben. Aber ich habe da praktisch nichts beigetragen zu dem Erfolg. Das sind, wie gesagt, das sind die fleissigen Leute, die das organisiert haben, die auch bei jedem Wetter sind die Unterschriften sammeln. Was für ein Kraftakt in einer Zeit von einer Pandemie, in dieser kurzen Zeit, all die Unterschriften anzubekommen, ich glaube 80'000 oder wie viel. Aber die Idee müsste sein, dass man den Wahlkampf so führt, dass man sagt, der Bundesrat soll entmachtet werden, die Kantone sollen entscheiden. Weil mehr sagt man eigentlich mit dem Notrecht-Referendum auch nicht. Und man sollte es unbedingt vermeiden, es so zu kommunizieren, dass nur die Leute, die gegen die Massnahmen sind, da können sie ja stimmen. Das heisst, in die Urne legen. Das heisst, dass man eben quasi sagt, wir sind, dass man quasi moderat auftritt. Also ich dürfte jetzt nicht auftreten. Dass man moderat auftritt, damit jeder Bürger, der findet, nein, Kanton soll entscheiden, dass der schon das Notrecht-Referendum akzeptiert. Ich hoffe, ich habe jetzt das. Das ist ein Schnellschuss, oder mit heißer Nadel gestrickt. Ein Hot Take, wie der Amerikaner sagt. Aber ich glaube, das ist da, wo man sich dann wirklich überlegen muss. Wir müssen damit rechnen, dass wir von der Massenmehrheit sowieso kaputt geredet werden. Alle Leute, die das befürwortet. Weil die vom Bundesrat Millionen in Arsch, hunderte Millionen in Arsch geschoben bekommen. Die Milliardäre vom Ringier etc. Und darum. Ich denke, da müssen wir ganz, ganz schlau sein. Dass die Leute einfach sagen, ja, ich finde, dass der Kanton Thurgau, der Kanton Graubünden, der Kanton Wallis, der Kanton Bern, die sollen das selber entscheiden. Man soll können lokal das machen, was man richtig findet. Weil dann wird es Kantone geben, die kippen. Sagen wir, sehr SVP-dominierte Kantone. Der Thurgau war ja relativ vernünftig, bis der Berset Druck gemacht hat. St. Gallen mit dem Herrn Dahmann war sehr gut gewesen. Und in dem Moment, wo man das an die Kantone zurückgibt und die einzige Kantone öffnet, dann werden die anderen müssen folgen. Und darum, und damit der Bundesrat seine Klatsche überkommt, ist es eben wichtig, dass man nicht extremistisch auftritt. Und ich habe ein Zitat gemacht, wo ich eine Untersuchung fordere. Das ist ein sehr hartes Zitat, Frühling 2020. Ich habe mich zitieren lassen. Ich bin nicht sicher, ob das schlau ist. Aber beim Notrecht-Referendum bin ich ganz sicher, dass man mild mit auftritt. Dass man einfach sagt, der Bundesrat hat versagt, das BAG hat versagt, die Sachen kann man alle sagen, weil das weiss mittlerweile jeder. Und eben gerade die Leute, die diese Massnahmen zu mild finden, finden, der Bundesrat hat versagt. Die werden wahrscheinlich nicht gewinnen können, weil die wollen wahrscheinlich, das sind ja die, die vor allem eine staatszentrische Weltordnung wollen, also sind vor allem die extrem Linken, die werden nicht können gewinnen. Aber ganz viele Leute in der Mitte wird man mit können gewinnen, wenn man einfach Zeit. Die BAG hat versagt. Wir haben gesehen, dass der Gesamtstaat das nicht richten kann, dass Massnahmen gesamtschweizerisch koordiniert nur zu Unfug führen und dass man darum den einzelnen Kantonen, die näher am Volk sind, wo die genauen Bedürfnisse und die genaue Datenlage viel besser kennt von ihrem einzelnen Kanton, dass man die entscheiden kann. Man ist doch bewusst, in den Kantonen hat man die gleichen Idioten wie in der Regierung in Bern. Aber wie gesagt, das Zerstückeln, dass man nicht mehr, dass nicht mehr die ganze Schweiz sich entscheidet. Dass man nicht auf die ganze Schweiz kann knüten kann, indem man nur gerade 7 Zipfelkappen muss, um Umlenken zu bewegen, sondern dass man quasi einen Flickenteppich hat. Das ist das, was das Ziel muss sein. Mir ist klar, so ein Referendum hat ja mehr symbolische Bedeutung. Aber wenn das wirklich angenommen würde, dann würde es sehr, sehr, sehr schwierig werden, für den Bundesrat das durchzugeben, was er in den letzten 10 Monaten gemacht hat. Und das sind so meine Gedanken. Aber ich hoffe natürlich, dass jemand von dem Komitee, der das ganze Referendum lanciert hat, mir im Februar wieder in meine Sendung kommt. Oder spätestens dann, wenn es wieder aktuell wird, damit wir da über die Strategie noch ein bisschen reden können. Wobei man auch nicht alles will offen ausbreiten will. Es geht auch da, Strategie heisst auch, dass man im Hintergrund etwas werkelt. Das ist noch keine Verschwörungstheorie. So wie wir auch überlegen, was macht die WHO, was macht das BAG, was macht der Corona-Furz, Task-Furz. Das sind alles, das ist auch legitim, dass man nicht alles offen legt. Aber ich denke, dass man so offen rausreden,
damit die Leute das können als Diskussionsgrundlage verwenden können. Vielleicht haben sie aber eine andere Meinung und dann macht man es halt dann anders. So, ich bin hier noch eine Woche in der Freiheit, bevor ich dann vor dem 8. Februar wieder heim muss. Ich habe hier einen Hoodie an. Übrigens darf ich das aufmerksam machen. Der Hoodie, der ist die Wucht. Nicht nur darum, weil kein Stricker-TV draufsteht. Es steht ja nur tapfer und frei. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Da haben wir es. Da haben wir es. Genau. Und hinten dran, beim Zettelchen, steht aber Stricker-TV und das Rugeli ist auch drauf. Oder eine Abstraktion vom Rugeli. Nein, wieso ich die Jacke super finde, ist, ich finde, tapfer und frei ist eben Land of the Free, Home of the Brave. Da würde ja der Zustand, dass wir das Land der Freien und der Tapferen wären, so wie es die amerikanische Hymne sagt, wobei die Amerikaner eines der feigsten Völker überhaupt ist, mit ihren Neutronenkriegen und weiss ich was. Aber ungesehen davon, der Text ist einfach super und Tapfer und Frei ist super. Aber was wirklich super ist, ist die Qualität von dem Hoodie. Richtig ein schwerer, geiler Stoff und super geschnitten. Die kostet 79 Franken. Ich kann euch sagen, wenn ihr in den Laden geht, dann kann ich jetzt mit gutem Gewissen sagen, der andere Hoodie ist von der Message her super, aber die Qualität, das habe ich ja gesagt, die ist mittelmäßig bestenfalls. Aber da ist wirklich hochklassige Ware. Damit verbürge ich mich mit meinem Namen. Die Shirts übrigens auch, aber der Hoodie, die Hoodies, ich glaube nur zwei, die sind wirklich der Hammer. Da muss ich sagen, da bin ich richtig stolz drauf. Nächstes Mal vertraue ich, dass ein Stricker-TV draufsteht, weil es wäre schön, noch ein bisschen Werbung gemacht werden. Aber auch mit dem, es gefällt mir, mit dem rumzulaufen. Mit ja, der Rose, dem Blümchen. So, genau, das ist schon wieder gewesen. Ich habe gestern ein Handy gemacht über das Glück. Ich habe sehr viele Mails bekommen. Es ist lustig, immer wenn ich persönlich schreibe, dann gibt es Mails. Und wenn ich fluche, gibt es vor allem öffentliche Zustimmung. Ist noch interessant, dass es nicht umgekehrt ist. Aber es freut natürlich, jede Art von Feedback zu sehen. Und ich hoffe, dass wir weiterhin gewogen bleiben. Mir ist ja klar, dass niemand Stricker-TV jetzt 9 Monate durchschaut. Es gibt schon ein paar Leute, die das machen. Aber jemand hat mir gesagt, es gibt so einen Zyklus von etwa 6 Monaten, wo Influenza gegen Corona. Wenn Influenza hat etwa so 6 bis 9 Monate hätte, glaube ich, ist der durchschnittliche Zuschauer-Fan, ich habe keine Fans, ja Zuschauer, mündige Leute, aber dass sie quasi 6 bis 9 Monate jemandem treu bleiben. Und ich verstehe es auch, dass man nicht länger treu bleibt, weil irgendwann hat man ja alles gehört, was ein Mensch zu sagen hat. Oder als One-Man-Show, ich habe keinen Gag-Schreiber im Hintergrund, ich habe auch nicht die Vielfalt, ich habe kein redaktionelles Team dahinter, wo man immer neue Sachen aufbereiten oder vorbereiten kann. Ich habe auch eine beschränkte Anzahl von Interviewgästen. Und dass die Leute irgendwann von mir einfach die Nase voll haben, absolut verständlich. Ich bin ein riesen Joe Rogan-Fan, habe aber auch seit Monaten keine Sendung mehr von ihm geschaut. Oder fast keine. Weil irgendwann hat man draussen wie ein Mensch tickt und im Internet tummeln sich so viele geniale Sachen. Es hat man so viele tolle Informationen, dass man halt wieder mal gern etwas anderes schaut und etwas anderes bezieht. Also ich finde das überhaupt nicht persönlich. Trotzdem bin ich sehr dankbar für alle Abonnenten, vor allem insbesondere von Locals, die sich es leisten können, 50 Rappen pro Tag zu zahlen oder 15 Franken. 15 Dollar sind bei mir über 13 Franken und 6 Rappen im Moment pro Monat für jeden Subscriber. Weil mir ist ja auch klar, dass ich probiere ja möglichst viel Mehrwert zu schaffen, aber gleichzeitig muss ich ja auch YouTube und Facebook beliefern, um die Öffentlichkeit zu erreichen. Und mir ist doch klar, dass die Leute, die mir 13 Franken spenden, zum Teil, es hat sich jemand, der 50 Franken im Monat zahlt, jemand 20 Franken im Monat, freiwillig mehr, das kann man bei Locals so eingeben. Das macht einem dann schon demütig, vor allem wenn die Abo nach einem Monat auch wieder verlängert, wie es jetzt passiert ist. In dem Fall, das macht einem dann schon demütig. Also 50 Stutz im Monat, das sind ja quasi, da haben wir ja Netflix und Sky und Prime und nochmal etwas abonnieren für das Geld. Und mir ist ja ganz klar, dass der Mehrwert ich nicht liefern kann, weil ich halt nicht kann skalieren kann. Ich bin eine One-Man-Show und Netflix und so bietet jede Woche hunderte Stunden neue hochqualitative Inhalte. Und mir ist klar, dass das
nur ein kleiner Teil von den Leuten, die das zahlen, das machen, weil sie jede Minute von meinen Videos sehen wollen. Ein grosser Teil macht das wahrscheinlich eben, um mich zu unterstützen. Oder eben auch, um bei der Community mitzureden. Weil man muss sagen, Community auf Locals, die ist wirklich genial. Also ich lese, das ist wirklich, ich verbringe fast nur dort Zeit, wenn ich Sachen durchlese, weil es einfach intelligente Kommentare sind und man spürt ein grosses Wohlwollen. Ich habe mein Facebook und so und YouTube ist ja völlig offen und da hat man einfach so viele Arschlöcher drin. Und es lange auch schon, wenn es 10-15% Arschlöcher sind, das ganze Klima vergiftet, dass es so ein Gegenargument-Gemetzel gibt. Und bei Locals können ja nur Leute posten, die abonniert haben, aber lesen kann jeder. Und das gibt einfach eine unglaublich schöne Gesprächskultur. Ihr könnt euch selber überzeugen, es ist gratis. Einfach Login und Passwort müsst ihr festlegen und dann geht es schon los. strickertv.locals.com. So, jetzt ist für mich Mittagessenzeit, bei euch ist es Nachtessenzeit. Ich probiere es jetzt gerade aufzuladen. Ich kann nicht live senden, weil der Stream ist zu wenig stabil. Aber ich glaube, rechtzeitig zu der üblichen Zeit von der echten Tagesschau habt ihr die Sendung auf dem Kasten. Wie immer zuerst auf Locals, werbefrei. Dort kann man übrigens auch Geschwindigkeit erhöhen. Ich habe gemerkt, Geschwindigkeit 1,5 ist für mich super. Dann hat man alle Informationen, man kommt alles mit über. Aber statt jetzt in dem Fall irgendwie 23 Minuten, was am Schluss wird sein, müssen zu hören, hat man eine Sendung in 15 Minuten gelesen. Ich rede ja eher schnell, darum muss man nicht so schnell verschnellern wie andere Sendungen. Aber die Funktion ist super. Und bei Locals, wie gesagt, für alle, die echte Tagesschau, komplett werbefrei. Nur die zusätzlichen Sendungen, die ich gemacht habe, die halt nur für Subscribers. Für meinen harten Kern an wahren Fuckers. Hebt euch Sorge, jetzt sind es so 22 Minuten. Hebt euch liebste Sorge und denkt, Corona ist vor allem ein mexikanisches Bier und nicht ein chinesisches Produkt. Ciao miteinander.